und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von 1bis3.de. Ich bin Sabine und heute erkläre ich euch, wie ihr die verschiedenen Einlagen in eine Windel einlegen könnt und wie die Reihenfolge ist. Das ist eine Frage, die ganz oft kommt, in welcher Reihenfolge werden denn die unterschiedlichen Einlagen verwendet. So, herzlich willkommen. Dann möchte ich euch heute zeigen, wie ihr die Einlagen einlegen könnt. Denn wir bekommen immer wieder Anfragen, in welcher Reihenfolge sollen jetzt Einlagen in die Windeln denn rein. Wir haben jetzt hier also das Baby mit einer Windel, einer Bambusel. Die mache ich euch auf. So, und dann seht ihr schon, hier direkt an der Haut wäre dann das Papiervlies. Ne? Da kommt dann das Kaka rein und dann nehmt ihr das einfach, macht den Popo noch sauber. Und schmeißt das dann in die Mülltonne. Bitte nicht in die Toilette, das kann Rohre verstopfen, macht Probleme in den Kläranlagen, sondern in die Mülltonne. Und dann seht ihr hier, liegt jetzt auf der Bambusel eine Bambusviskoseeinlage. Und darunter ist dann die Windel. Und die saugen ja jetzt alle die Feuchtigkeit auf. Was ist, wenn ihr jetzt andere Einlagen verwenden möchtet? Dann ist das immer so, vorausgesetzt ihr verwendet Vlies. Das Vlies kommt immer an die Haut vom Baby. So. Und dann könnt ihr natürlich, ich meine das Kind jetzt weg, könnt ihr natürlich euch jetzt hier die Einlagen auf die Windel bauen, wie ihr möchtet. Angenommen, ihr habt jetzt ein stark pieselndes Kind oder ihr braucht einfach mehr Saugkraft für die Nacht, dann legt ihr auf die Windel, auf den Saugkern, eine Hanfeinlage zum Beispiel. Und dann ist es aber wichtig, dass ihr da drüber etwas legt, das schnell aufsaugt. Also entweder hier diese Bambuseleinlage aus der Bambusviskose und dann wird diese hier sehr schnell nass, wenn das Baby pieselt. Der Hanf darunter, der quillt langsamer auf. Was ihr natürlich auch machen könntet, ihr habt hier einfach nur die Einlage, die Windel und legt die Hanfeinlage nach außen. So, das heißt, hier können die normale Saugeinlage, die Stoffwindel, pitschepatsche nass werden und hier draußen ist die Hanfeinlage und darüber kommt ja dann noch die Überhose. Der Hanf, der braucht ja immer länger, bis er aufquillt und deswegen ist Hanf eigentlich immer die letzte Schicht bei einem Paket. So, das wäre also die Möglichkeit mit dem Hanf. Ihr könnt jetzt natürlich auch anstelle von den original Bambuseleinlagen ganz andere nehmen. Zum Beispiel könnt ihr hier die kleinen Molton-Tücher nehmen. Gibt es von Disana oder auch von Lenya. Die könnt ihr lose da drauflegen. Saugt auch sehr schnell auf. Das heißt, wenn ihr Hanf verwendet, legt ihr dann die Baumwolleinlage darüber, darunter den Hanf. Ne? Dann habt ihr dieses Paket. Oder, was ja auch schön ist, sind Frotteeinlagen aus Baumwolle. Die sind jetzt auch super, gerade für den Muttermilchstuhl geeignet, denn ihr seht, die haben ganz große Schlingen. Und dadurch verfestigt sich der Stuhlgang auch, denn die Flüssigkeit, die verteilt sich ja hier auf sehr viel mehr Stoff. Denn ihr habt ja durch die Schlingen, habt ihr ja noch mehr Stoff. So, das könntet ihr nehmen. Ihr könnt natürlich auch sogenannte Stay-Dry-Einlagen nehmen. Die ist jetzt von Blümchen. Und die hat auf der einen Seite eine Bambusviskose, so jetzt müssen wir die aber so rumlegen, und auf der Oberseite, diese Stay-Dry-Oberseite, ist ein Mikrofaservlies, aber ein recht glattes. So, und das hält dann die Haut trockener von eurem Kind. Es gibt einige Kinder, die reagieren einfach darauf, wenn sie zu nass liegen. Und für die ist dann so etwas eine ganz gute Möglichkeit. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Seideneinlagen verwenden. Die liegen dann direkt auf der Haut vom Kind auf. Seideneinlagen, die verwendet ihr, wenn euer Baby einen geröteten Popo hat. Ja, so. Die liegen also direkt auf der Haut. Da kommt dann auch kein Papiervlies obendrauf, weil sonst ist ja der Effekt dann einfach weg. So. Die Seideneinlage, die dürft ihr auch nur mit der Hand waschen. Das ist natürlich der Nachteil. Aber die werden ja jetzt nicht täglich benutzt. Ja, das sind die Einlagen, die ihr jetzt in dieser Reihenfolge verwenden könntet. Also, ganz nach unten nochmal, das zusammenzufassen, ganz nach unten Hanf,
und darüber dann etwas, was schnell saugt. Entweder aus Baumwolle oder eben aus einer Bambusviskose. Das könnt ihr machen, wie ihr das möchtet. Und das kann dann halt ein Baumwollfrottee sein. Es kann aber auch Baumwollflanell sein. Oder auch die glatten Baumwolleinlagen, wie hier zum Beispiel von Blümchen, die Biosaugeinlagen. So, ich hoffe, das hat euch jetzt erstmal geholfen, damit ihr wisst, wie ihr den Stapel macht. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Wickeln.